Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück im Wald. Guten Tag, Slash. Hallihallo. Hallo, Virginia. Was macht sie denn? So ein Ausfallschritt da. Zupft sie da an unseren... Erntet sie jetzt? Scheinbar. Geht sie an die Kästen ran. Die muss Ballerina gewesen sein, ne? Die läuft auf ihren Zehenspitzen. Mhm. Was hat sie denn hier hingelegt? Hallo, ey. Oh, danke, Virginia. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Wir müssen für sie Klamotten finden. Ich würde sagen, wir machen einen Ausflug. Genau, wir können dir mal kurz zeigen, was wir nach der letzten Aufnahme noch gebaut haben. Ne? Wir haben hier über die Türen haben wir Vogelhäuschen gesetzt. Dadurch kriegt man Federn, was für uns jetzt nicht unbedingt notwendig ist, weil wir keine Pfeile brauchen. Aber und die Vögel haben es warm. Ne? Ja, das war wichtig. Mit Bruthilfe von unten. Mit Bruthilfe von unten. Dann haben wir hier zwei Blumenkästen vor die Fenster gesetzt. Und oben hattest du hier im ersten Stock... Genau, sie, warten so ein paar sie. Von den Dingern aufgebaut, von den Pflanzkästen. Genau, die sind noch nicht so wirklich gewachsen, so ein bisschen. Ich finde, das sieht gut aus. Auf jeden Fall, schönes Oder? Ding. Mach ich direkt mal ein Screenshot, mal gucken, ob wir ihn verwenden. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir Virginia was finden, oder? Was zum Wo sind jetzt hin? War die nicht eben noch hier? Dann sitzt die am Feuer. Ach, da. So, ich guck nochmal, ob ich noch was hab. Ja, Waffen. Nee. Nee. Ich habe keine Klamotten für sie. Ich würde ihr nämlich gerne was anderes geben, außer diesen halb... heiße Füße. Halbtransparenten Badeanzug. Jetzt wollte ich mal gerade einen Screenshot machen. Mensch, da haut sie ab. Naja. Dann müssen wir auf die Suche gehen, denke ich. Genau, wir sollten noch was essen, was trinken und dann machen wir uns auf den Weg, oder? Ich würde mal heute sagen, heute geht's in die Berge, oder? Ein bisschen den... Ja, dann übernimmst du heute mal die Führung und... ich probiere mich. Aber so, ich nehme mal zwei Fische mit, wir nehmen mal drei mit. Und den, was wir da haben, essen wir schon mal. Wir können immer noch nicht Dosen öffnen, fällt mir jetzt gerade ein. Ach, die Jemine, nee. Was denn? Ach, Kelvin hat hier einen ganzen Berg Fische hingelegt. Was? Hat's den nochmal du hast noch eben ja, so ein Stöckchen. Ja, ja, er kam hier runter gedappelt und ich denke, okay, komm, dann. Bevor er nichts macht, der Arme. Wo hast du ihn denn? Ach, da hinten, ah. Hat er noch mehr? Hier ist der Berg Fische, wo ich stehe. Ach, der hatte da abgelegt. Achso, weil du ihm den Befehl gegeben hast. Genau. Gut, der ist voll. Ja, es kam auch in den Kommentaren auch die Frage, warum wir Kelvin nicht sagen, häng doch direkt die Fische auf, weil das nicht möglich ist. Jetzt habe ich einen getrockneten aufgehängt. Naja, gut. Kelvin kann nur die Fische sammeln und der kann zwar Stöckchen befüllen und andere Container, aber nicht... Jetzt esse ich den Fisch. Mann, 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 Sturz. Ja, wir müssen für Virginia was finden. Es gibt irgendwie einen Kampfanzug für sie und es gibt ein Kleid. Alles besser als der Tarnanzug, den sie da anhat, finde ich. Guck mal, hast du hier auch einen Darstellungsfehler oder geht das Seil bei dir noch bis in den Baum? Oh, stimmt. Hä? Nee. Moment. Nee, hier geht's in den Baum. Hier geht's in den Baum auf der anderen Seite. Nee, es sind drei Seile. Oder wo hast du... Okay, weil wenn ich jetzt hier hochgucke, schwebt das Seil bei mir in der Luft. Ah, ja gut, es steckt nicht wirklich im Baum drin, dieser Enterhaken, die enden so kurz vor der Rinde. Also, ja. Hast du noch einen Ständer hingestellt? Nee. Warum steht denn hier einer so maximal schief? Hier steht einer so... Bei mir steht der bei dir auch so halb auf halb acht? Ja. Okay. Ich bin mal gespannt, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es noch irgendwie anderthalb Tage. Bis zum Release vom nächsten Update, um einen ganzen Satz draus zu bilden. Ja. Ach, warte mal, wir haben doch die Schaufel gefunden beim letzten Mal, oder? Genau, wir können erstmal da hinten. Wir gehen erstmal buddeln, wollte gerade sagen. Ja, richtig, siehst du. Na komm, dann lass uns da mal hingehen. Es gibt ja verschiedene Stellen, wo man buddeln kann und es gibt eins, das habe ich auf so Screenshots gesehen, ein Screenshot, wo die... Ach, du bist mit dem Seil gefahren, das ist natürlich sehr praktisch, ja. Nee, bin auch gelaufen, nur über den Berg. Wo man praktisch durch ein Grab in einen Bunker kann, wenn ich mich nicht täusche oder sowas in der Art.
Kann sein, ja. Also ich glaube, wir haben noch einige Geheimnisse in diesem Spiel nicht entdeckt. Es gibt auf jeden Fall einige Orte zum Graben und einer war hier irgendwo. Ja, hier, genau, hier ist das. Wo es da hingeht, weiß ich nicht so genau. Achso, jetzt müssen wir wahrscheinlich die Schaufel... wo ist denn die Schaufel? Da ist die Axt, da ist die Schaufel. Dann mache ich die mal auf die 6. So, jetzt bin ich mal gespannt. Da ist irgendeine Kiste oder sowas. Ist dem Spiel eigentlich egal, wo ich die Erde hinhau? Oder schaufel ich eventuell das wieder zu, was ich schon freigelegt habe? Das ist dem Spiel, glaube ich, egal. Ah, die Erde verschwindet auch, sehe ich, ja. Oh. Nee, da ist irgendwie... In welche Richtung geht denn das? Soll ich mich ein bisschen ins Licht stellen? Das geht schon. Okay. Na, jetzt hör doch mal. Hä, was ist denn da? Wieso? Ah, da geht's weiter. Was ist denn das? Sieht aus wie eine Betonplatte oder sowas. Ist das vielleicht der Eingang zu einem... Möglich, ne? Das sieht auf jeden Fall mal nicht so aus wie der Standardholzsack, den man noch auf der Insel finden kann. Ja, da habe ich einen Stein gefunden, okay. Nee. Boah, stell dir jetzt mal vor, 7 Days to Die mit dieser Grafik. Was ja, würde ich drum geben? Ich helfe dir mal ein bisschen beim Graben. Ja, das wäre gut. Ich weiß halt, ich habe überhaupt keinen Plan, wie groß das Ding ist, was hier freizulegen ist. Also noch sieht man nichts, ne? Kein... Nein. Ah, hier geht's noch. Ah, man kann die Maus gedrückt halten. Oh, Kleingeld. Ja. Wir sind reich. Sehr gut. Endlich Kleingeld haben wir die ganze Zeit schon gebraucht auf dieser Insel. Das Spiel nimmt aber auch keine Rücksicht. Ich schaufel dir die ganze Zeit die Erde in den Rucksack. Und ich denke, warum bin ich die ganze Zeit so überladen? Was ist denn hier los? Nee, hier noch. Hä? Der buddelt und links davon geht die Erde nach oben. Hier ist ein Schädel. Endlich ein Schädel. Habe ich auch die ganze Zeit mir gewünscht. Aber das ist doch ein Eingang, oder? Das ist ein Eingang. Aber der ist noch nicht bedienen, oder was? Nee, muss man scheinbar noch ein bisschen was runterschütten. Naja, so ganz perfekt ist es noch nicht, ne? Mit der Hitbox. Nee. Jetzt Sommer. Hm. Immer noch nicht? Vielleicht muss man das aufschlagen oder aufhebeln oder sowas. Ich meine, da sehe ich doch einen Hebel, oder? Würde ich mal behaupten. Da ja. Geht's nicht. Ich gehe nochmal alles ab. Ah, hier noch. Und auch nochmal Geld zum Vorschein. Okay, warte mal. Jetzt ist offen. Jetzt ist offen. Okay. Ah ja. Oh. Geht er jetzt runter? Maintenance. Oh oh. Oh oh. Screenshot. Mach auf. Uah. Ja, genau, direkt runtersteigen, ohne nachzudenken. Ja, und tschüss. Genau mein Ding. Soll ich wieder zumachen von oben? Nein, nein. Ist schon wieder Mucke an. Aber sie scheint nicht geschützt zu sein. Hier gibt's irgendwie Bieber Electrics. Oh je. Hier ist eine Kiste hinter der Leiter. Warte mal, ich mach mal, was war das? L, ne? Ach, dein Feuerzeug. Sag mal.
So, jetzt sieht man noch besser. Nochmal Munition. Hier läuft auf jeden Fall Musik. Ich rede mal die ganze Zeit. Hier ist ein Staubsaugerroboter. Können wir mal die Musik ausmachen, weil ich nicht weiß, ob das GEMA geschützt ist. Und am Ende ist mein Kanal geblieben. Ja, bitte was? Versuch mal eben dem Roboter zu helfen. Der hängt hier auf der Treppe fest. Jetzt hör doch mal auf zu spielen, Musik, bitte. Hier ist noch was zu trinken. Ja. So. Mach mal hier aus, bitte. Sehr schön. Eine Platte. Bad Pivot. Mach doch mal die Musik aus. Ich habe keine Ahnung, ob das hier GEMA geschützt ist. Deswegen muss ich die ganze Zeit drüber reden. Nimm jetzt die Platte da weg. Ich brauche jetzt... So. Wie macht man das hier aus? Hast du eine Waffe dabei? Ja. Ich höre aber keine Musik. Du hörst keine Musik, okay, aber du hast auch keinen Punkt, wo man die ausmachen kann, oder? Wahrscheinlich kommt das hier von, oder? Ja. Nee, ich könnte höchstens eine Platte auflegen. Flying away from here. Was ist das, ein 3D-Drucker? Hier können wir irgendwas drucken lassen. Ah. Eine ID-Card habe ich gefunden. Lag hier auf dem Tisch. Ein Waffenaufsatz. Was zu essen. Noch ein Waffenaufsatz. Noch ein Hinweis, den ich nicht lesen kann, weil mir das Licht hier... The Afternoon. Wie geht denn der Mist hier aus? Warte mal kurz. Was haben wir denn zum Zerstören? Ich hab den Radier sogar bedient. Ich krieg's nicht aus. Boah, nervt die Musik. Ah, hier kann man schlafen, hier ist ein Bett. Was macht denn der 3D-Drucker? Ich hab ihm gesagt, er soll eine Trinkflasche herstellen. Edit Resin. Ah ja. Ach, hier kann man verschiedene Sachen drucken. Ich kann mal gucken, was noch gibt. Trinkflasche, eine Maske, Enterhaken, Technik. Technisch ist für eine Rüstung. Alter, Musik. Hier ist er, der Schlitten, wenn wir auf den Berg wollen. Ja, mach, mach. Ich würde mir aber gerne auch noch eine Trinkflasche machen eben. Du hast ich glaube, ich habe zwei. Ich glaube, ich habe zwei. Warte mal. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier. Die Musik ist mir jetzt viel zu laut. Audio. Nee. Gilt nicht als Musik. Wie nervig. Na, jetzt. Warte. Soll ich mal dran gehen und gucken, ob... Guck mal, ob du es auskriegst. Ich krieg's nicht aus. Ich habe keinen Punkt, wo ich irgendwie ausmachen könnte. Mich nervt die Musik gerade richtig. Ein Streamer hat die Musik bei YouTube hochgeladen und nichts passiert. Okay, dann scheint die nicht Copyright geschützt zu sein. Ja, ich habe eine Trinkflasche. Nee, ist nur eine. Dann... mache ich nochmal eine, ja? Wie? No. Bip, bip. Ey, Musik, bitte. Kann man das hier nicht irgendwie leiser machen? Ich töte euch alle. Ich kann höchstens mal drauf schießen. Oh, sorry. Kannst du mal auf die Box schießen oder so? Aber ich glaube, wenn du mit der Axt nichts machen kannst, kannst du bestimmt noch nicht kaputt schießen. Ist gut. Ist gut. Ich glaube, sie geht nicht aus. Wir müssen leider damit leben. So, die Flasche ist fertig, die kannst du hier rausholen. Ah, ja, ja, super. Oh, hier hängt wieder ein Roomba fest. Sehr schön. So. Dann drucken wir uns mal einen Schlitten in dem kleinen Drucker. Aus wie vielen Teilen besteht der? Granaten drauf? Sollen wir probieren, komm. Oh. So. Fire in the hole. Naja, jetzt sind meine Ohren dafür taub. Ist auch nicht schlecht. Oh, das knallt ganz schön. So. Hier, den Schlitten. Noch einen. Ich druck dir noch einen. Da haben wir echt genug Resin dafür. Schön. Ja, ja. 650 Milliliter sind noch drin. Ich glaube, es waren eben so 400 oder so. Ich habe mich derweil mal umgezogen. Hä?
Was ist denn das? Wie geil ist das denn? Wo hast du den Anzug? Wo hast du Tuxedo her? Liegt nebenan im Zimmer hinten, noch eins weiter. Oh. Das sieht aber nicht gut aus. Ich hoffe, wir kriegen für Virginia ein paar Klamotten. Ich glaube, da hat jemand, naja, Party gefeiert, würde ich mal sagen. Boah, die Musik, dass man das nicht ausmachen kann. Was ja, ist ein bisschen... Das ist ja hart nervig. Okay, du hast einen Schlitten? Hast rausgenommen? Ich habe einen Schlitten rausgenommen. Ich gucke nochmal eben einmal, ob ich alles... Ja, dann mache ich für jeden noch eine Maske, ne? Ja, wer weiß, wofür die gut ist. Ja, ich glaube, wenn Feinde an sind, dann kannst du die anziehen und... dann lass ihn dich in Ruhe sozusagen. Dann kannst du praktisch weitergehen. So. Einmal. Er druckt nochmal. Mhm. Und wie sehe ich aus? Rote Maske. Warte mal. Setz nochmal auf. Achso, Moment. Wo habe ich sie hin? Ich glaube, bei Klamotten müsste die sein. Taktische Jacke, Anzug. Wo ist die Maske? Der Gerät, der Tauchgerät. Ah, da ist er. Jetzt. Ja, schlechtes Licht hier. Ja. Okay. Dann lass uns mal weiter erforschen, wa? Können wir ja nicht bei dieser hässlichen Musik hier raus. Also die Musik finde ich nicht schlecht, aber als Streamer und YouTuber hast du immer diese Panik, dass irgendwie als nächstes dann so Surprise, Surprise! Das war der erste Strike für den Kanal. Genau. Ah, guck mal, hier ist die große Feueraxt. Hier. Aha. Hier in dem Kasten an der Wand ist die fette Feueraxt. Ich dachte, die gäbe es woanders. Dachte ich auch, aber naja, gibt es wahrscheinlich an mehreren Stellen. Ah, ich habe noch Kunstharz gefunden. Wobei, ich glaube, wir haben alles gedruckt. Was ist denn das hier? Scratcht hier noch jemand oder sind das meine Füße? Nee, es scheint es aber gewesen zu sein. Mehr gibt's hier nicht? Ja. Nee. Ey, was ist das an der Decke? Guck mal, an der Decke ist wie so Geröll oder sieht aus wie Bau... Nee, es ist Glas. Ja, ja. Eisig. Das ist so, glaube ich, ein bisschen wie das Zeug, was wir da in den Höhlen hatten, wo die Skelette drin hängen. Ja. Aber es sieht auch ein bisschen aus wie der Bauschaum aus The Finals. Genau, ich wollte gerade sagen. Ey, gibt's glaube ich nicht mehr. Komm, lass uns hier raus. Oder gibt's hier noch andere... Nee, sieht nicht so aus, ne? Feuerlöscher. Aber hier ist doch irgendwas abgedeckt, oder? Sehe ich das falsch? Aber da geht nicht, sollen, ne? Wir wohl nicht hin, ne? Nee. Nicht, dass er wie so ein Blob den Weg versperrt. Ach, wir brauchen noch einen Enterhaken. Oh, wir müssen nochmal zurück. Regie sagt, wir sollen uns auch einen Enterhaken drucken. Jetzt muss ich nochmal in die GEMA-Hölle. Okay. Ja, geht noch zweimal. Hä? Druckt der nicht? Achso, hier muss ich eh drücken. Ich habe das Resin in den Drucker gemacht. Hä? Aber die Enterhaken, das sind doch die Haken, die wir schon haben. Das sind doch die für diese Pistole. Hätte ich jetzt auch gesagt, aber... Ja, was wir haben, haben wir. Ich nehme mir mal einen. Dann drucken wir noch einen. Warte mal, dann können wir ja auch mal speichern, wenn das fertig gedruckt hat. Neue Anleitung im Inventar. Wofür brauchen wir für Seilrutschenseil? Okay, das können wir ja. Haben wir ja auch dann. Ich wollte gerade sagen, warum? Das ist ja nicht neu, oder? Ja, aber es ist gut, dass wir erstmal hier in dem Bunker sind, weil dann haben wir die... Guck mal, eine ist noch für dich da. Mhm. Dann können wir nochmal eben speichern? Ja, dann machen wir mal. Aber im Grunde nice, dass wir quasi hier den 3D-Drucker... Ach, Entschuldigung. Dass wir auch den 3D-Drucker hinterm Haus haben. Ja, sozusagen. Also man ist ja nicht weit entfernt von unserer Basis. Durch Zufall in der Nähe gebaut.
man hört die Musik noch leise hier oben. Was ist mit der Klappe passiert? Ja. Auf dem Weg. Jawohl. Goodie. So, jetzt ist die Frage, wie viel Uhr wir haben. 13:57, es hält uns nicht auf, in die Berge zu gehen, oder? Nö, das können wir machen. Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Soll ich dir die Maske nochmal zeigen? Wo ist sie denn? Was ist denn das jetzt? Oh, haben wir Parallelgewitter? Ja. Na super, was habe ich eben noch gesagt? Ich habe eben noch gesagt, es hält uns nicht auf, in die Berge zu gehen, und jetzt regnet es so laut, dass ich mir kaum meine eigene Stimme höre. Okay, warte mal, ich wollte die Axt mal auf die... Wo habe ich die alte? Die habe ich auf der 1. Ah, gute Idee. Die Axt auf die 1. Ja, passt schon. Dann lass uns noch mal kurz Essen fassen, dann gehen wir von unserer Basis aus in die Berge, oder? So machen wir das. Das Gewitter ist ordentlich laut. Hörst du mich? Slash. Schwierig, sehr schwierig. Hallo? Oh Gott, der arme Kelvin. Wo ist er denn? Er rennt halt. Was macht denn der für Sprünge? Ah. Können wir mal gucken, was er schon gesammelt hat. Ich warte auf den Moment, wo der Sturm so einen Baum umsenzt. Wow, ist das laut. Gewitter? In Neuss? So, noch einen Fisch. Hat er eigentlich noch gesammelt gerade? Ich weiß es nicht, was er gemacht hat. Er kam halt da oben aus dem Wald irgendwo, als wir zurückkamen. Ich glaube, dass das Spiel die NPCs nicht berechnet. Es sieht nicht so aus, als hätte er was gemacht hier, oder? Pass auf, dann lass uns die Seilrutsche hier nach oben nehmen, oder? Ja, ach, warte mal, ich esse eben den Fisch. Einer lag noch im Gras. Ja. Achso, dann trinke ich noch mal einen Schluck, weil ganz voll bin ich nicht. Ich glaube, in der nächsten Bausession mache ich hier unten mal irgendeine schöne kleine Plattform und mache die, die Halter richtig, ne? Noch mal neu. Mm. Wow! Was passiert? Ich bin an dir abgeprallt und den Berg runtergestürzt. Oh. Das tut mir leid. Aber richtig weit. Die Wasserflasche füllen. Ach, egal. Wir haben doch unterwegs überall Wasser. Was soll schief gehen? Boah. Also der Regen. Ich mache jetzt mal das Spiel ein bisschen leiser, weil ich höre hier kaum. Ich mache jetzt mal das Spiel auf 10%. Wow, ist das laut. Und? Alles gut? Mhm, hab Medizin genommen. So. Wo ist denn überhaupt der? Ist das der große Berg hier hinten? Ja, gell? Müsste der richtige Weg sein. Denke schon. Auf zum fröhlichen Bergsteigen. Hier ist noch ein Lager. Ach, da waren wir ja, genau. Da waren wir. Die dürfte auch alles respawned sein, aber gehen wir erstmal hoch. Ich glaube, wenn du das Spiel mit Feinden spielst, dass du dann halt genügend Munition hast. Das ist interessant, genau. Aber so wie wir das spielen, ist ja jetzt eher so Erkundungs- und Bautour. Oh, hier ist aber sehr steil. Wie kommen wir denn da hoch? Links, rechts, Schleudersitz. Ich habe keine Ahnung. Da werden wir uns irgendwo einen Weg suchen müssen. Probieren wir es mal links, oder? Mhm. Oder können wir uns mit der Seilgarn hochschießen? Die geht nicht auf die Entfernung, ne? Nee, das dürfte nicht gehen. Außer man sieht da oben, aber nee. So ein Überhang oder sowas. Ich glaube nicht, dass du da so einen Überhang kriegst. Also irgendwie hast du gefühlt, hört es hier nicht auf.
Also ich weiß, dass man an einer Seite hochkommt. Da, hier, hier. Genau. Ich sehe den Aufgang. Und das Wetter scheint auch besser zu werden. Bis an den Kartenrand und noch viel, viel weiter. Meinst du, wir können uns hier hocharbeiten? Nee, sieht nicht so aus. Ah, hier geht's. Sehr gut. Teil nach oben. Sehr schön, da oben sehen wir auch schon einen Gipfel. Ich schieße jetzt einfach die Seilgarn da hoch. Ja. Warte mal, wir können ja mal den Navigator aufmachen. Genau, den habe ich gerade auch angeguckt, ob hier noch irgendwas in der Nähe ist. Die Höhle da oben waren wahrscheinlich schon da hinten, ne? Gehe ich davon aus. Also im Schneegebiet noch nicht, im Grünen ja. Ja, ne, im Schneegebiet sehe ich auch noch keinen, obwohl wenn ich rauszoome, ne, ist ja reinzoomen. Ah, da oben am Schneerand. Oh Gott, laufen und auf die Karte gucken ist irgendwie nicht gut. Genau, wir laufen hier direkt auf eine Höhle zu. Und hier oben wird dann wahrscheinlich das Wasser auch gefrieren, statt zu regnen. Mhm. So, warte mal, in die Richtung, wo ich jetzt laufe. Hm. In den Bergen auf glatten, nassen Fels zu laufen, ist wahrscheinlich auch besonders smart. Okay, auch ist noch ein gutes Stück. Ja. Und es wird auch dunkel, ich freue mich. Wir müssen, glaube ich, ein Nachtlager aufschlagen. Aber dann kriegst du jetzt wenigstens auch mal Schnee zu sehen. Ja. Ich hoffe, dass mit dem nächsten Patch dann die Jahreszeiten gefixt werden und wir hier ein bisschen mehr sehen von der vom Spiel. Oh, guck mal, im Moment schneit's auch was Feines. Ich überlege mir auch die ganze Zeit, weißt du, wir müssen Batterien für die Taschenlampe mitnehmen, aber das Navi geht die ganze Zeit. Das lebt ewig. Ja, in die Richtung. Und dann können wir später mit dem Schlitten hier runterfahren. Ja. Wow, guck mal, du siehst das Ende von der Insel. Mhm. Krass. Okay. Piept auch irgendwas bei mir. Was ist das, Piepen? Nein. Nur ganz, ganz leise auf dem rechten Ohr. Warte mal, müssen wir hier noch weiter. Komisch, ich höre was ganz mega leise piepen auf dem rechten Ohr. Wahrscheinlich mein Tinnitus. Hier ist kalt, mach mit Stöcken Feuer. Oh, es gibt ein Frozen Level. Mhm. Okay. Inwieweit? Oh, das geht gegen. Wir müssen wohl da... Oh, da ist ein Fluss. Jetzt ist die Frage, müssen wir noch weiter höher oder eher darüber? Ich würde sagen eher darüber. Oh, wir sollten echt mal ein Feuerchen gleich machen. Vielleicht hätten wir doch ein paar Stöcke mitnehmen sollen, weil... Komm, lass uns da rüber gehen, wo die Bäume sind, oder? Dann haben wir ein bisschen Holz. Meinst du, das lohnt hier schon für den Schlitten? Ist ein bisschen zu steinig, ne? Ja, puff. Nachher fährt man dann noch weiter, als man möchte. Wobei, wir probieren das zum Abschluss der Folge, oder? Wo ist denn das Schlittending? Ich habe Frost im Gesicht. Oh, du rutschst schon so den Berg runter. Echt? Ich habe einen Schlitten? Ja. Jetzt bist du unten. Was? Oh, hi. Okay, ich brauche doch keinen Schlitten. Ich pack den Schlitten wieder weg. Wenn du übrigens im Baumenü bist, kriegst du keinen Schaden derzeit. Ich lauf mal rüber. Ja, ich suche gerade noch den Schlitten im Inventar. Kann mir nicht trinken? Doch, müsste doch gehen. Mal. Ach, da ist er. Boah, dieses fließende Wasser ist total irritierend. Oh, ich rutsch ab. Ich rutsch ab. Hör auf zu trinken. Diggi. Alter. Okay. Ich bin an Bord. Ja, mach mal. Ich gucke, was du... Komm, ich versuche mir mal irgendwie einen Stand zu finden hier. So, jetzt. Hey, jetzt setz dann nicht mehr ab. Schade. Nee, nichts zu machen. Nee. Na dann, rutsch so runter. Und versuch möglichst hoch rüber zu gehen, dass du nicht so... Mhm. Ja. So, ich würde sagen, wir suchen uns mal hier eine Stelle, wo man sich mal niederlassen kann. Boah, ist das steil. Mhm.
irgendwo da vorne bei den Bäumen. Ja. Da können wir dann auch ein Feuerchen machen. Und dann machen wir einen Cut für die nächste bis zur nächsten Folge. Ah, guck mal hier, wenn wir von hier oben starten, da runter, das lädt doch zum Rodeln ein hier. Ja. Wenn du dann aufkommst, ist der Steiß direkt pulverisiert. Mhm. Ja gut, ich würde sagen, ich hack mal einen Baum um. Ich glaube, der Baum ist... Warte. Ich bin abgerutscht. Sobald du also hier irgendwas in die Hand nimmst, greift dann die Physik und du fängst das Rutschen an. Da habe ich noch ein Stöckchen. Haben wir denn hier irgendwas Plattes? Hier vielleicht am hinterm Stein. Rutschst du? Ne, rutscht nicht. Okay. Nee. B. Feuer? Ne, das ist Plattform. Warte, ist die andere Seite. Feuer? Achso, da muss ich jetzt sowieso einen Stock in die Hand nehmen. Ja gut, ich würde sagen, wir machen uns ein kleines Feuerchen, wärmen uns kurz auf. Und dann... Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie man Feuer macht. Ich bin zu blöd. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder wahrscheinlich. So machen wir das, genau. Mein Freund im Tuxedo. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.